Willkommen zurück zu Minecraft. Beim letzten Mal, naja, haben wir da halt, ne, so die fliegenden Inseln und sowas dann alles entdeckt. Die sieht man jetzt hier nicht, weil es auch gleich dunkel wird. Ach, stimmt ja, wir wollten ja ganz schnell hier ins Haierbettchen und von dort aus nicht in den Sternenhimmel gucken, sondern eher in die komischen Erdkonstrukte, die irgendwo in der Luft hängen. Und was haben wir noch gemacht? Also eigentlich waren wir jetzt beim letzten Mal nur am Erkunden. Wieso, weshalb, warum? Ja, überall so Erdpenüppels in der Luft waren. Das war eigentlich so, ne? Also die sind immer noch da. Kann ich noch fliegen? Ja, ich kann noch fliegen. Kann ich da ja noch mal hinfliegen? Und, ja. Was wir jetzt damit machen werden, was wir damit erreichen werden, ich habe keine Ahnung. Aber ich finde es auch ganz, ganz, ganz nett mal anzusehen hier. Ich mag ja auch total in World of Warcraft die Scherbenwelt da, so wo alles hier so zerfleddert und zerwurschtelt in der Luft fliegt und alles. Finde ich halt mega schön. Auf eine abstruse Art und Weise. Und ja, ich dachte mir so, ne, warum denn nicht auch sowas in Minecraft haben wollen? Und ja, darum existiert jetzt hier sowas. Wie ich das Ganze gemacht habe, kann ich ja gerne mal ein anderes Mal erklären. Aber, ne, das ist so eine eigene Sache. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte jetzt hier das Schiff eventuell zerstören oder halt auch eventuell die Kuppel machen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch überlegt, ob wir jetzt tatsächlich was auf dieser neuen kleinen Inselregion machen. Und was ich jetzt noch nicht so ganz genau weiß, ob ich das auch so machen werde, ich weiß nicht. Was ich auf jeden Fall auch gemacht habe, ist, das kann ich mal ganz kurz zeigen hier, wir hatten ja hier das Schneebiom und auch hier spawnen jetzt Tiere. Das habe ich jetzt auch geändert. Da haben wir jetzt hier das eigentliche Schneebiom gehabt. Das ist jetzt eigentlich kein Schneebiom mehr. Es sieht zwar noch danach aus, aber wenn ich jetzt hier mal, das mache ich mal ganz kurz, Lahnwelt starten und dann hier slash talk mit 2G downfall. Ne? Fängt es ja an hier zu regnen und alles. Und es regnet auch hier im Schneebiom. Das heißt wiederum, dass wir jetzt hier tatsächlich ein normales Plains-Biom haben. Da können wir jetzt auch, glaube ich, hier auf F1, ne, F2, nein, F3. F3, wo steht denn hier? Wo steht denn das? Machen wir hier ganz kurz auf Peaceful. Einfach nur, damit hier die Monstren jetzt nicht spawnen. Wo haben wir denn hier, wo es steht mit den, ob es Plains ist oder nicht? Da steht es. Unterste Zeile steht hier, ist Plains-Biom, obwohl wir hier eigentlich im Winterbiom sind und sowas. Und ja, das habe ich jetzt mal umgeändert, einfach weil ich habe mich ja schon öfter mal darüber beschwert, dass ich gerne was auch in dieser Richtung hier bauen würde. Wir können jetzt hier quasi den Schnee abbauen und es wird nicht nachschneien. Erst ab einem gewissen Teil da hinten, dann wird es dann weiter rumschneien. Und wie gesagt, der Schnee können wir auch nach wie vor noch irgendwo verlegen, wenn wir es tatsächlich irgendwo schneeig haben wollen oder sowas. Aber das muss im Moment nicht unbedingt sein. Na, also mir hat das hier halt immer ein bisschen so missfallen, dass hier halt alles immer noch so. Ich weiß auch nicht. Und das da mit der Wüste ja sowieso, dass ich da teilweise die Texturenpacks nicht verwenden konnte, weil halt da ein Wüstenbiom war. Und dieses Wüstenbiom dann halt mit dem normalen Gras halt da ist trockener darstellt und alles. Das wollte ich halt alles nicht. Darum habe ich das einfach mal mit einem Editor ein bisschen geändert. Und jetzt, ne, also jetzt mal den Niederschlag wieder umstellen hier. Und wieder umwechseln hier auf normal. Oder einfach, mir auch egal. Und ja, das ist quasi so das, was jetzt quasi gemacht wurde. Das ist quasi das, was quasi gemacht wurde. Ah ja, gut, Deutsch. Ja, was haben wir noch? Was wir tun müssen? Wir haben jetzt da hinten irgendwo unsere tolle Glaskuppel, die demnächst ausgetrocknet wird. Und ja, jede Menge anderes Zeug, was wir zu tun haben. Und ich weiß gar nicht, wo wir hier in Folge 400 überall anfangen wollen und sollen. Ich habe keine Ahnung. Vor allem, wenn wir tatsächlich was auf den Inseln da oben bauen. Komm ich da jetzt einfach mal durchs Portal? Ich weiß gerade nicht. Dann ist natürlich die Frage, was bauen wir dort? Ich komme hier tatsächlich durch. Faszinierend. So. Na, also hier haben wir unsere kleine Inselwelt. Über dem Totalkrater auf Epic Doom.
Und ja, hier könnte man jetzt quasi auch nochmal alles erforschen, hier, was ich jetzt hier alles reinkopiert habe. Und ich habe mir jetzt hier im Großen und Ganzen noch nicht alles angeguckt, was jetzt hier auf den Inseln alles gibt, was nicht. Und irgendwo hier soll es auch nochmal einen Hinweis geben, wieso, weshalb, warum die hier alle hier sind. Ob wir den hier finden werden, ich habe keine Ahnung. Aber ich mag halt diese zerklüftete Insellandschaft, die ja einfach mal durch die Gegend fliegt. Finde ich ja dann doch ganz neckisch, habe ich ja schon erwähnt. Und ja, mal gucken, was wir uns hier in dieser schönen Welt hier hinbauen werden. Ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, ne, da kann ich auch noch ein bisschen auf eure Kommentare warten. Was ihr denn da so hinhaben wollt, was ihr so meint, was hier denn so reinpasst oder ob ich alles unberührt lassen soll oder so. Ich weiß ja nicht, ne, da könnt ihr mal euer Brain anstrengen. Na, also irgendwann ist auch mal Schluss mit lustig. Irgendwann könnt ihr mal was machen hier. So ein bisschen. Und was wir machen, ich weiß nicht. Wir könnten aber auch nicht. Wir könnten aber auch nicht. Und so weiter. Ja, was steht jetzt eigentlich so demnächst alles an hier, wenn wir jetzt hier noch in dieser kleinen Welt hier ein bisschen rumbauen? Ich meine, 400 Folgen haben wir jetzt hier schon gebracht. Was fehlt jetzt alles noch in dieser Welt? Es fehlt jetzt noch der Goldbaum, der hier irgendwann mal drauf gepflanzt wird. Es fehlt, generell würde ich mehr Häuser haben. Ich würde gerne den Weg hier etwas schöner haben. Und, den hat ja damals die Tanni gemacht. Sonst habe ich hier alles sehr eckig und kantig hier gemacht und sie hat ja einfach mal, ne, das war ja auch alles nett gemein, ne, das will ich ja gar nicht böse reden oder sowas, aber halt hat einfach mal drauf losgegraben, war ja auch an sich nicht verkehrt, nur ich bin einer, ich mag gerne gerade Wege, ich weiß nicht warum, ne, oder zumindest gerade schräge Wege, wisst ihr, was ich meine, nein, na, jedenfalls was ich noch geplant habe, ist halt, dass hier ein bisschen mehr Häuser entstehen. Was genau, weiß ich nicht. Ich hatte noch ein Haus in Planung, beziehungsweise ich habe das mal irgendwann abgeschickt als Gewinnspieleinlösung für irgendein Gewinnspiel. Wer hat es gedacht? Und das würde ich gerne hier auch nochmal hinbauen. Dann hier das Schiff. Das bekommt ja dann auch nochmal einen rustikalen Overlook. Und da könnten wir theoretisch... Oh, nee. Da hatte ich noch was vor mit dem Schiff, bevor wir das dann tatsächlich angehen. Dann haben wir hier hinten vor, eine kleine Bergbude aus den Sandhaufen hier zu machen. Da, glaube ich, können wir gleich mal loslegen oder auch nicht, ich weiß nicht. Hier hinten haben wir dann auch nochmal so eine Pyramide, die wird dann auch nochmal ausgekleidet von innen. Und das sind eigentlich so die groben Pläne, die ich jetzt so habe. Inwieweit ich das alles in den nächsten 100 Folgen schaffe, keine Ahnung. Dann in den Winterwald, den werden wir da auch einmal begrünen und den Schnee wegreißen und ich weiß nicht was noch alles. Da kommt dann auch nochmal irgendwo rein so ein kleines Holzfort, dachte ich mir. Wir werden die Fichtenholzbäume wahrscheinlich dort stehen lassen. Halt nur in den Schnee überall wegruppen. Und ja, da hatte ich auch noch geplant, irgendwo halt mal irgendeine tolle Burg hinzubauen. Oder ein Schloss oder ähnliches. Und zwar selbst gebaut, nicht das, was da jetzt oben auf dem, auf der einfliegenden Insel steht. Ne, und wir kriegen das alles hin. Ist halt wie immer alles nur eine Frage der Zeit. So, was wir jetzt auf jeden Fall machen können, ist hier einmal den Boden rausruppen. Einfach damit das hier mal gemacht ist. Dauert ja nur, 3 Stunden ungefähr. Aber das kriegen wir auch hin. Oder? Oder vielleicht nicht. Ich weiß nicht. So, das heißt, wir dürfen jetzt hier erstmal wieder alles rausholen, was wir jetzt hier mühsam irgendwann mal reingeruppt haben. Damals, vor 100.000 Jahren. Eventuell muss dieser Baum hier mal weichen. Der wird natürlich woanders hingepflanzt. Ne, für die Baumfreunde unter euch. Und, ja, dann mal schauen, ne? Hier sieht man auch noch schön darunter, dass hier unter alles mal Wüste war. Guck hier gerade. Weil wir hier so ein schönes gerade Stück haben, aber ich glaube, das muss auch weg. Ah. Na, also wir werden das von hier aus erstmal geradeaus weiterführen. Würde ich sagen. Und dann müssen wir mal schauen. Wo das dann hier einen Knick machen wird oder so. Müssen wir mal schauen. Erstmal muss das ganze Zeug hier weg und dann, ne?
Ich glaube, das habe ich jetzt zum dritten Mal gesagt oder sowas. Ich weiß nicht. Ach, wisst ihr was? Es ist spät. Es ist, wie haben wir es? 3.15 Uhr nachts. Ne? Hab gerade noch mit dem guten Vestas hier Diablo 2 aufgenommen. Gute 2 Stunden, die unglaublich erfolgreich waren. Also die waren so erfolgreich, das glaubt ihr gar nicht. Also wir haben uns eigentlich nur durchgestorben, aber Spoiler. Und naja. Das, was wir eigentlich die ganze Zeit machen, ändert sich ja nichts. So. Dann der ganze Gießkan hier eigentlich auch komplett einmal weg. Was ist denn das für Musik? Ach, Castlevania. Wer hätte es gedacht? Ich mag ja auch die Castlevania Musik und ich bin auch ernsthaft überlegen. Ich habe ja neulich schon überlegt, ob ich Ninja Gaiden 3 bald mal mache. Ups, da fehlt eine Erde. Und im selben Zuge habe ich mir auch überlegt, ob ich tatsächlich auch Castlevania 2 irgendwann mal mache. Wobei Castlevania 2 ist ja so das eine frustrierendste Castlevania ever. Weil ständig dieser Tag- und Nachtwechsel, diverse Rätsel, die man so nicht lösen kann ohne ein Lösungsbuch oder ähnliches, weil das Spiel an sich eigentlich keine wirklichen Hinweise auf die Lösung bietet. Und ich weiß noch nicht, ob ich das machen werde oder ob ich tatsächlich ein paar Castlevania-Spiele überspringen werde. Obwohl mir hat ja wirklich das erste Castlevania total gefallen und auch andere Castlevanias, die ich später gespielt habe für Mega Drive hatte ich damals eins, das hatte ich gespielt. Ich glaube, das war Castlevania 4 oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Und, naja, hat mir dann doch Spaß gemacht. Auch wenn ich ständig verreckt bin, aber hey. Oder auch hier diverse Game Boy Advance Castlevanias und sowas waren auch total super. Haben mir auch sehr viel Spaß gemacht. Muss ich mal gucken, inwieweit ich das Ganze machen werde. Das kann ich jetzt so noch nicht alles sagen. Aber ich denke, das ist auch wieder sowas, das werden wir dann gemeinsam ausfinden, ob ich das machen werde oder nicht. Ne? So wie immer halt. So wie immer. Demnächst steht ja jetzt, wenn Mega Man 2 vorbei ist, erstmal ein anderes gutes Retro-Spiel im Haus. Und dann schauen wir mal, was wir danach machen. Vielleicht mache ich da auch eine kleine Umfrage auf meiner Blogseite oder sowas. Ja, liebe Freunde, ich habe inzwischen eine Blogseite. Und sie hat nichts Besonderes, aber da versuche ich halt immer so ein bisschen euch auf dem Laufenden... Wow, ist das gerade laut auf dem Kopfhörern, wartet mal. So, viel besser. Und ja, es versucht ja Facebook hier für mich so ein bisschen zu ersetzen, ob das klappt. Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Aber ich denke schon, dass das dann für mich persönlich besser ist als Facebook und da hier sowieso ein Facebook-Nichtnutzer bin, ist das dann auch nicht schlimm. Aber wie gesagt, müssen wir mal alles gucken. Kann ich so alles noch nicht versprechen und so weiter und so fort. Ja, und generell, ne, wenn ihr irgendwelche Spielevorschläge habt, ich bin eigentlich einer, ich mache gerne diverse Spiele, die ihr gucken wollt. Wenn ich sie denn noch nicht gemacht habe oder sonstiges. Und dann kann man auch mal gucken, wann ich das auch zeitlich einrichten kann und sowas. Ein paar Projekte habe ich jetzt quasi auch schon vorproduziert, die dann halt irgendwann mal hier auf den Kanal laufen werden. Die dann quasi schon fest mit eingeplant sind und so weiter und so fort. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze machen. Aber grundsätzlich, wenn ihr irgendwas haben wollt, was ich Let's Playen soll, dann kommt das auch mal bei Zeiten. Oder halt auch hier für Dienstags das Zufalls-Let's Play ist ja leider diese Woche ausgefallen. Weil generell die letzten Wochen waren sehr stressig und diese Woche war halt auch wieder eine von diesen, die sehr stressig waren. Zu meinem Missgunst... zu meinen... Wie heißt das? Missgunsten? Irgendwie sowas. Es ist spät, Leute. Es ist spät. Es ist viel zu spät. Normalerweise sollte ich hier jetzt schon längst schlafen und nicht die Schaufel hier in der Erde vergraben. Das muss doch gar nicht sein hier. Also wirklich. Mal kurz gucken hier, wie mache ich denn das? Also, wenn der Keys hier weitergeht, der Keys Richards. Aber die Alicia Keys.
Dann muss das hier dann irgendwann so mal abbiegen. Die Frage ist halt nur, wo? Ich glaube, da werden wir dann tatsächlich hier einmal gerade ausgraben, um zu gucken, wo wir da dann tatsächlich hier ankommen. Habe ich eine Axt dabei? Natürlich habe ich keine Axt dabei. Warum sollte ich auch eine Axt dabei haben? Die könnte man ja gebrauchen. Aber nicht hier. Nicht in meinem Let's Play. So, wir brauchen mehr Kies, damit wir hier auch mehr Kies verlegen können. Aber ohne Kies ist hier nichts los, ja? Kennt man ja. Und... Na, mal schauen. Wir müssen hier tatsächlich nochmal ein bisschen Terraforming machen, einfach damit wir hier weiterkommen und so weiter. Terraform, ich hab's schon lange nicht mehr gesehen hier in diesem Let's Play. Das gute alte Terraform. Ne? So, machen wir mal kurz den Bäumchen hier weg. So viel Zeit muss sein.